Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Bewährungsübung mit Alplan. Mein Name ist Jakob Martin und in diesem zweiten Video werde ich Ihnen erklären, wie Sie 3D-Schnitte ablegen und damit Vorarbeit zum Einlegen der 3D-Bewährung schaffen. Die Bauwerkstruktur, welche wir im letzten Video erstellt haben, sehen Sie hier vor uns. Bitte merken Sie sich, dass wir alle modellierten Bauteile, wie zum Beispiel Wände, Decken und Stützen, auf die linke Seite der Bauwerkstruktur zeichnen. Schnitte, Bewährungseisen und Matten werden wir in die Ableitung der Bauwerkstruktur auf der rechten Seite zeichnen. Um den Überblick zu behalten, sollten Sie Ihre Teilbilder immer benennen. Wir nennen das Teilbild 100 nun beispielhaft Schnitte, Flächenbewährung. Wir schalten nun das Teilbild 100 aktiv und das Teilbild 1 passiv. Danach schließen wir die Bauwerkstruktur. Der Übersichtlichkeit halber ziehe ich die Dialogzeile auf die linke obere Ecke des Zeichenfeldes. Sie müssen diesen Schritt nicht machen. Als nächstes stellen wir den Bildschirmmaßstab um. Gehen Sie dafür in die untere rechte Ecke des Bildschirms, klicken Sie auf Maßstab und wählen Sie den Maßstab 1 zu 50 an. Da wir von nun an im Ingenieurbau arbeiten, schalten wir unsere Actionbar auf die passende Ingenieurbaurolle um. Gehen Sie dafür in die linke obere Ecke des Bildschirms und wählen Sie die Ingenieurbaurolle an. Bevor wir aber nun den Schnitt erstellen, möchte ich Ihnen noch ein nützliches Tool zeigen, welches Sie beim Arbeiten mit 3D-Bauteilen öfters benötigen werden. Sie können die Höhen von Koordinaten messen, indem Sie die Messen-Funktion benutzen. Klicken Sie einmal auf das Lineal im Menü Messen und wählen Sie die Funktion Messen Koordinaten. Wechseln Sie danach in die Isometrie. Sie können nun die Oberkante der Decke messen. Klicken Sie hierfür auf den gewünschten Punkt. Sie sehen nun die Koordinaten des Punktes inklusive der Z-Koordinate. 2,93 Meter ist die Höhe über 0. Bestätigen Sie das Menü mit OK und messen Sie die Unterkante der Decke. Auch hier sehen Sie die Z-Koordinate 2,75 Meter. Bestätigen Sie dieses Menü mit OK und klicken Sie auf Ihrer Tastatur einmal auf Escape, um aus der Messen-Funktion hinauszugehen. Wechseln Sie jetzt zurück in den Grundriss. Wir werden nun unseren ersten Schnitt erstellen. Das Menü Schnitte finden Sie hier oben in der Actionbar. Generell ist die Actionbar frei konfigurierbar und so kann zum Beispiel die Ansicht für das Schnittmenü mit einem Doppelklick auf die Einzelfunktionen umgeschaltet werden. Wir werden im Folgenden mit der Funktion Schnitt generieren arbeiten, welche Sie unter diesem Symbol finden. Wenn Sie auf die einzelnen Symbole mit der Maustaste links klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie einzelne Unterfunktionen anwählen. Wir wählen nun die Funktion Schnitt generieren an. Wie Sie sehen können, öffnet sich links sofort das Schnittführung erzeugen Menü. Wir verwenden zunächst für die Eingabe die einfache Methode. In dem Menü darunter können Sie die Schnittart auswählen zwischen Vertikalschnitt und Horizontalschnitt. Wir wollen nun einen Vertikalschnitt erstellen. Wir können hier die Schnittbezeichnung ändern und die Höhe aus Elementen übernehmen. Entfernen Sie diesen Haken, damit wir die Höhe des Schnittes manuell bearbeiten können. Wir werden nun die Oberkante modifizieren. Geben Sie nun bei Oberkante 2,93 Meter plus 0,1 ein und bestätigen Sie mit Enter. Alplan rechnet diese Werte automatisch aus. Führen Sie diesen gleichen Schritt für die Unterkante aus.
Die gemessene Koordinate lag bei 2,75 Meter minus 0,1 Meter ergibt 2,65. Bestätigen Sie jeweils mit der Enter-Taste. Wir werden nun die Schnittlinie absetzen. Wählen Sie dafür die Spurlinie von der oberen Kante des Durchbruchs aus und fangen Sie den Punkt an der Deckenkante. Drücken Sie Tabulator, solange bis Sie bei Delta Y sind, und geben Sie den Wert 0,5 Meter ein. Bestätigen Sie diese Eingabe mit einem Enter. Sie haben nun den ersten Punkt der Schnittführung erstellt. Erstellen Sie den zweiten Punkt der Schnittführung auf der gegenüberliegenden Seite der Deckenkante. Wählen Sie wieder Delta Y, diesmal mit minus 0,5 an, und bestätigen Sie diese Eingabe mit Enter. Sie können nun einen weiteren Punkt in der Schnittführung generieren. Wir wollen das nicht und drücken einmal Escape. Wir können nun die Blicktiefe des Schnitts definieren. Da dies in diesem Beispiel zunächst keine Rolle spielt, können Sie diese Blicktiefe erstmal beliebig setzen. Wenn Sie die Blicktiefe definiert haben, ist der berechnete Schnitt sofort an Ihrem Cursor angehängt. Wie Sie links sehen, öffnet sich ein neues Schnitt-Generieren-Menü. Sie haben verschiedene Filter. Zum einen können Sie die Quellteilbilder für das Schnittbild auswählen. Sie können die Schnittführung selber modifizieren und die verschiedenen Layer, die für den Schnitt eine Rolle spielen. Danach haben Sie die Funktion automatisch aktualisieren. Bitte setzen Sie das Häkchen in dieses Kästchen. Das nächste Menü ist für die Verzerrung zuständig. Dann können wir den Transportpunkt für die Vorschau modifizieren. Sie sehen nun, dass der berechnete Schnitt an der linken unteren Ecke am Cursor hängt. Dann können wir den Bezugsmaßstab für die Berechnung umstellen. Wir stellen diesen auf 50stel. Beim nächsten Menüpunkt können wir die verschiedenen Formate des Schnitts einstellen. Beim Klick auf dieses Menü sehen wir das Vorschaubild mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten inklusive der Kanten und der verdeckten Kanten. Auf der rechten Seite haben wir mehrere Reiter für Schnittlinien und Ausbauelemente. Die Beschriftung für Überschrift und der Schnittbezeichnung können wir ebenfalls modifizieren. Wir können nun unseren ersten generierten Schnitt absetzen. Setzen Sie ihn auf eine freie Fläche in dem Zeichenfeld. Nach diesem Prinzip und mit diesen Einstellungen können Sie nun alle erforderlichen Schnitte inklusive Grundrissschnitt erstellen. Die Funktionsweise ist bei allen Schnitten gleich. Bitte erstellen Sie für die weitere Bearbeitung der Studienarbeit weitere Schnitte inklusive einem Grundrissschnitt.